Frequent Traveler TV Themenvorschau. Heute am 24.07.2023 haben wir um 19 Uhr folgende Themen für euch vorbereitet. Und zwar: Aeroflot passt die Menge an Alkohol an Bord nach oben an. Alkohol an Bord ist für viele Reisende ein fester Bestandteil des Reise- bzw. des Flugerlebnisses. Einige Nationen sind ja auch trinkfester als andere. Hier musste Aeroflot anscheinend handeln. Auch bei Emirates gibt es Strecken mit mehr Alkohol als bei anderen, wenn selbst die Flugdauer dieselbe ist. Deshalb haben wir die entsprechende Frage des Tages: Wie wichtig ist Alkohol an Bord für euch? Was trinkt ihr an Bord besonders gerne? Champagner, Whisky oder einfach nur, ich sag mal, Gin Tonic? Ich weiß es ja nicht. Dann haben wir wieder ein Hitzeproblem im Flugzeug in München gehabt. Also es ist jetzt der dritte Fall innerhalb von kurzer Zeit, wo Leute ja physische Schäden bekommen haben, weil es im Flugzeug zu heiß und zu warm wurde, weil es nicht losging. Dann Airbus A330neo als Ersatz für die A321 XLR. Das ist ein Thema, wo ihr mich gestern noch mal gefragt hattet nach der Sendung. Ich hatte heute auch einen Call zu, in Anführungsstrichen, wo die gefragt haben: 321 XLR ersetzen durch 330? Ja, Narrowbody, Widebody. Ich gehe mal auf die Unterschiede ein. Dann gibt es für alle, die mit Emirates fliegen und in Dubai sind, eine Möglichkeit, Skywards Statusmeilen Promotion mitzunehmen für den Check-in, den man in der City nutzen kann. Da gibt es dann auch mehr. Den Diesel und Deal habe ich euch noch nicht rausgesucht. Ich habe noch keinen passenden gefunden, aber auch andere Themen können noch bis 19 Uhr dazukommen. Deshalb denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, Like dazulassen. Kommentieren ist übrigens unten. Und dann heute um 19 Uhr live dabei zu sein bei Frequent Traveler TV. Ich freue mich auf euch. Also, bis nachher. Ciao.